Ihr denkt vielleicht, was für ein ultra simples Video. Aber wartet mal ab, ich habe heute Morgen in der Früh um 6 Uhr noch was ausprobiert. Das habe ich noch nie gesehen auf YouTube. So langsam, muss ich echt sagen, werde ich ein bisschen wahnsinnig hier in der Werkstatt, weil ich immer noch nicht so den Punkt erreicht habe, wie ich es halt eben haben möchte, damit man hier drin schön arbeiten kann. Da sind ein paar größere Dinge, die noch abgeändert werden müssen. Allerdings sind es auch oftmals die kleineren Dinge, die einfach jedes Mal nerven. Das ist in diesem Fall hier dieses schöne Ladegerät. Was das für ein Ladegerät ist, ja, zeige ich euch, wenn das Projekt fertig ist. Aber hier dieses Teil ist relativ schwer, steht deswegen auf einer Palette, brauche ich relativ oft. Und deswegen will ich mir dafür jetzt ein Gestell bauen. Und da gibt es so eine Kleinigkeit, wo ich noch nicht genau weiß, ob das funktioniert. Hier spricht Türen, weil wir 12er USB-Platten benutzen. Aber ich würde sagen, wir schneiden jetzt erstmal ein bisschen Material zu, damit wir ein bisschen in die Pötte hier kommen in der Werkstatt. Ne? Stichwort USB-Platten. Wir werden für das heutige Projekt heute USB-Material benutzen. Benutze ich mittlerweile nämlich ganz so gerne, weil es halt eben nicht so edel aussieht. Aber ich versuche es in dem heutigen Projekt so ein bisschen besser hinzubekommen. Wie ich das umsetzen möchte, seht ihr dann halt eben heute in dem Projekt. Und ganz genau. Weil die ganzen großen Maschinen, sprich Anleimer für Spanplatt, das ist im Moment alles noch nicht so gut eingestellt oder aufgestellt. Deswegen werden wir jetzt einfach USB benutzen, damit wir ein bisschen Ordnung hier reinbekommen. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr genau wüsstet, wenn ihr so jetzt eine 300 Quadratmeter große Halle hättet, ob ihr wüsstet oder ob ihr davon ausgeht, dass ihr selbst direkt wisst beim ersten Mal einrichten, wie ihr alles stellt. Weil von 100 Quadratmeter Schreinerei zu, sagen wir mal, 150, 200 Quadratmeter ist schon ganz schön übel. Gerade so die Effizienz angeht. Also ich habe mich da echt ein bisschen schwer mitgetan. Allein die Tatsache, dass hinter meiner Hauptwerkbank nicht mehr die Hobelbank steht, weil es hier anders nicht so gut drin realisierbar ist, das ist schon eine Umstellung, weil man hat ständig Gedöns auf der Werkbank liegen, auf der man normalerweise große Dinge fügt. Sägeblatt ein Stück runter, denn das heißt Zuschnitt. Immer dran denken, dass man auch bei diesen kleineren Projekten immer mal versuchen kann, etwas Neues dazu zu lernen. Deswegen werde ich jetzt auch hier bei dem Projekt gerade mal wieder probieren, eine abgestoppte Falz zu fräsen. Das mache ich an der handgeführten Oberfräse und brauche deswegen... Moment. Und deswegen brauche ich erst noch den entsprechenden Falzfräser und einen Parallelanschlag, damit ich erstmal die Maschine entsprechend rüsten kann. Ihr könnt euch auch bei sowas immer merken, wenn ihr mal nicht genau wisst, in welche Richtung ihr die Klemmmutter lösen müsst. Stellt euch vor, das wäre ein Flaschendeckel, dann funktioniert das auch auf dem Kopf herum. Das ist ein richtig guter Trick, oder ein Tipp, den ich mal damals bekommen habe. Wie man so eine Falz fräst, beziehungsweise wie man hier diese Falztiefe einstellt an der Maschine hier, ist eigentlich ganz cool gelöst. Wir können erstmal das Ding nullen. Hier dieses Teil. Das können wir einstellen, dann sehen wir schon, dass sich hier die Anzeige verändert. Ich will diesen Falz 5 mm tief machen, damit die Platte 5 mm tief drin sitzt, damit an der Seite nicht mehr zu wenig Material drin steht. Und deswegen kann ich das jetzt hier auf 5 mm einstellen. Stell das hier fest. Und wenn ich jetzt eintauche, bin ich logischerweise 5 mm tief im Material. Wie wir die Kanten einstellen, ist auch relativ simpel. 12 minus 5 sind 7, also müssen wir an den Kanten 7 mm Absatz lassen. Das habe ich mir hier mit diesem Let's Bastel Kantenmarkierungswerkzeug markiert. Das ist mega geil, das Teil. Wie tief fräsen wir rein? Kann man hier auch einfach an der Platte markieren. Jetzt seht ihr auch mal was, das ist auch mal ganz schön. Ich habe mir hier die Tiefe von 13 mm einmal markiert. Und deswegen stelle ich mir jetzt einmal meinen Anschlag an. Ich stelle mir die Fräsbreite auch relativ grob ein. Ich werde das jetzt einmal an einem Stück ausprobieren. Und das passt jetzt schon ganz genau. Das ist aber bei der Fräse auch kein Problem, das jetzt noch fein zu justieren. Deswegen haben wir hier diese Stellschraube. Damit können wir nämlich diesen Anschlag verschieben und können uns dann genau auf den Riss, ja, vor herantasten. Was ein Billo-Projekt macht, der ein oder andere jetzt denken. Aber ihr wisst, das hier ist der Kontoholz-Kanal. Hier werden relativ, oder ich versuche immer bei jedem Video so ein bisschen was Spezielleres dazu zu packen, damit wir nicht nur vier Platten zuschneiden. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt bei dem Projekt hier auch mal ausprobiere, Topfbänder zu verwenden, auch bei so einem dünnen Material. Ihr müsst wissen, Topfbänder müssen 12 mm tief eingebohrt werden und das funktioniert bei einer 12er Platte natürlich nicht. Deswegen will ich hier mal ein bisschen was ausprobieren und werde euch gleich über meinen oder über die Erfahrungen berichten. Das bedeutet, jetzt müssen wir die Systembaumaschine einmal herrichten, damit wir hier diese zwei Löcher bohren können im korrekten Abstand, damit hier später Mücke, geh weg, damit hier später
das Kreuzband festgeschraubt werden kann, weil das will ich nicht mehr machen, wenn ich gleich alles einmal mit Lamellus vorbereitet habe. Wir gehen mal zur Systembaumaschine, bereiten da alles vor und schauen erstmal, ob die richtig rumdreht, weil da ist noch nicht benutzt worden. Und hier darf ich euch passend begrüßen zu meiner neuen, noch nicht fertig eingerichteten Plattenbearbeitungszentrale. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Moment, ich mach's Licht an. Plattenbearbeitungszone, Anleimer, Systembaumaschine, Chaos. Damit das Chaos weniger wird, dieses Projekt heute. Ne? Ich muss mal die Maschine noch herrichten. Weil was ultra wichtig ist, wann immer ihr das macht, wenn ihr eine Maschine von der einen Ecke in die andere Ecke stellt, immer schauen, ob die Fräse, ob der Motor richtig rumläuft, weil es kann halt sein, dass da halt eben der Drehkreis andersrum ist und sich die einzelnen, ja in dem Fall Fräser, der Motor, der Antriebsmotor, dass der sich generell falsch umdreht. Das müssen wir immer kontrollieren, damit da nichts Schlimmes passiert. Wir erinnern uns, in der alten Werkstatt war hier diese Maschine ultra krass in die Ecke eingebaut. Hier rechts daneben hat der Langbandschleifer gestanden. Und links daneben hat meine Bandsäge gestanden. Und hier ist jetzt erheblich mehr Platz, um diese Maschine auch schön benutzen zu können. Das ist, wie gesagt, alles noch eine absolute Katastrophe. Aber alles nach und nach. Ich bekomme übrigens bald meinen Breitbandschleifer. Da bin ich schon ultra drauf gespannt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das Schöne ist, der ist neu, also ganz neu. Und der braucht keinen Druckluftanschluss. Lediglich der Entstauber, der auch bald kommt, der braucht Druckluftanschluss, weil der hat eine Jet-Abreinigung. Das ist ganz schön cool. Das bedeutet, ich habe bis dahin dann nur zwei Maschinen, die hier brauchen, beziehungsweise drei. Der Anleimer nebendran braucht nämlich auch Druckluft. Da werden wir aber gleich mal noch schauen. Ich habe hier eine Unterlegplatte, weil sonst wäre der Anschlag hier außer Funktion, weil die 12er Platte viel zu dünn ist. Das hier funktioniert eigentlich nur mit dickerem Material, weil in dickerem Material nutzt man das Ganze auch eigentlich nur. Lass mich mal gerade was schauen, ob ich hier, ich brauche hier viel zu tief, habe ich das Gefühl, glaube ich. Funktioniert das eigentlich? Oh, das geht ganz schön knapp. Oh, das geht gar nicht. Gut, komm, einfach bohren und gucken wir mal, ob es passt. Ui, das wird sketchy. Das wird richtig sketchy. Komm, wir wagen es einfach mal. Das war zu tief, oder? Es geht gerade so. Das war ganz schön knapp. Seht ihr, dieses Loch hier, da haben wir im Prinzip durchgebohrt. Oh, für diese Euroschrauben ist das Material hier eigentlich viel zu dünn, aber wir schauen mal, ob wir es trotzdem damit hinbekommen. Wie bei vielen Projekten hier auf dem Kanal benutze ich heute auch wieder Flachdübel. Ist eine günstige Maschine, mit der man sehr gute Verbindungen gerade im Plattenbereich herstellen kann. Die werden uns erlauben, das Ganze später einfacher zu montieren, weil wir keine Bündigkeit kontrollieren müssen. Das machen hier diese kleinen Teile für uns. Einmal die Maschine eingestellt, alles durchfräsen und dann geht es gleich schon weiter. So, als nächstes können wir hier Leim reinpacken. Und als nächstes, bevor wir uns dem Coolen gleich widmen, werden wir uns mal der Problematik stellen, dass wir vorne hier das Topfband haben. Ich zeige es euch mal. Und das muss natürlich vorne in unsere Front rein. Ich habe mir gesagt, komm, ich mache es diesmal direkt richtig. Ich hätte es natürlich offen lassen können, aber dann wäre innen drin immer alles staubig gewesen. Das ist doof. Deswegen will ich vorne eine Klappe haben. Problematik hier ist halt eben jetzt, dass diese Topfbänder, die ich hier in der Werkstatt habe, mindestens mal 12 mm eingefräst oder eingebohrt werden müssen. Bedeutet, die würden hinten rausschauen. Was könnten wir jetzt hier tun? Wir könnten das Ganze einbohren, könnten vorne eine Blende draufsetzen. Wäre auch okay, wäre simpel, aber sieht nicht so cool aus. Wir werden aus dem Grund jetzt einfach hier vorne die Tür aufdoppeln, damit die ein bisschen dicker wird und wir dann hier unsere Topfbänder einlassen können. Deswegen werden wir einmal vorne das Maß vorbereiten, eine Reihe aufdoppeln und dann miteinander verschrauben und verkleben. Ich schneide die ganzen Teile übrigens immer mit einem Zentimeter Übermaß, wenn ich sie grob von der Platte ablänge. Das habe ich mir mal aus einem anderen Video abgeschaut, wo jemand viel Spanplatte verarbeitet hat. Das bietet sich hier auch an, weil man dann halt eben immer ein bisschen Übermaß hat und dann alles auch am Schluss wirklich stimmt. Thank you.
gebe jetzt noch ein bisschen Holzleim drunter. Muss gar nicht so viel sein, weil hier kommt ja keine Belastung wirklich drauf. Ich will eigentlich nur, dass an den Kanten ein bisschen Holzleim austritt, dass wenn ich das verschleife, dass das dann wieder aussieht wie eine dicke Multiplex-OSB-Platte. So sieht die Oberfläche ungeschliffen direkt nach dem Verleim aus. Und so sieht sie geschliffen aus. Also da muss man schon genau hinschauen, um zu erkennen, dass das zwei Platten sind. Wir werden jetzt erstmal hier die Beschläge drin montieren, damit wir gleich die Bohrposition abgreifen können für unser Topfband. Also wir montieren jetzt die Kreuzplatte. Hier ist ein kleiner Pfeil, der zeigt nach vorne. Was auch wichtig ist, schaut immer, dass diese Platte hier in Mittelstellung ist, damit wenn ihr das Ganze bohrt, ihr nicht schon an der Endstellung seid. Das ist gerade, wenn ihr die irgendwo ausgebaut habt, sehr, sehr wichtig, damit ihr hier noch Spiel habt und das Ganze später perfekt einstellen zu können. Ich habe mir meine Front zurechtgelegt und kann jetzt zunächst mal mittig zu den Beschlägen eine Markierung anbringen. Dieses 35 mm Loch bohre ich immer von Hand. Das kann die Systembohrmaschine zwar, aber von Hand geht es wesentlich schneller, als die Rüstzeit dauern würde. Ich habe ja immer ein bisschen Schiss, wenn ich das hier mache, weil ich habe das hier einfach noch nicht so oft gemacht, dass ich da so viel Routine drin habe. Aber ich will es dieses Mal ohne Musterstück machen und gehe direkt auf das Ganze. Einmal. Der beste Tipp, den ich mit Abstand je bekommen habe, ist dieser. Wir müssen uns vorstellen, wenn hier diese Topfbänder falsch ausgerichtet sind, übertriebenermaßen so, dann stimmt da später alles nicht so gut und unsere Front lässt sich nicht so gut öffnen. Das kann man jetzt ausmessen mit den Bohrpositionen, braucht man aber gar nicht. Man braucht einfach nur hier einen Anschlag, wo man das hier dagegen legen kann und dann ist es ja in der Flucht ausgerichtet. Einmal mit ein paar Topfbohrern zentrisch gebohrt und dann ist das ja auch eine schnelle Arbeit. Als nächstes Scharniere ausklappen und am besten immer mit dem oberen anfangen, damit das schon mal hängt. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich das jetzt mal ausprobiert habe, bei dieser einfachen USB-Konstruktion das Ganze mit Topfbändern zu machen, weil mir ist direkt eine Sache aufgefallen, was hier nicht so richtig stimmt. Zum ersten Punkt muss ich, glaube ich, nochmal meine Systembohrmaschine neu einstellen, weil die Abstände hier, glaube ich, nicht so ideal sind. Wir haben hier zu viel Spaltmaß. Dafür, dass ich das bis auf den Anschlag gedreht habe, haben wir hier immer noch ein bisschen Spaltmaß. Das sollte eigentlich nicht sein. Es kann sein, dass die Systembohrmaschine während dem Umzug ein bisschen verstellt wurde, weil das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl, was man da halt eben braucht. Und das nächste ist, was viel, viel wichtiger ist, was man auch nicht mit dem Einstellen ändern kann, ist das hier. Wir haben eine ganz, ganz simple Konstruktion, weswegen wir hier auch Spiel haben. Das bedeutet, diese Tür hängt leicht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine wunderbar funktionierende Front, die gut aussieht und dieses Werkstattmöbel ein bisschen schicker macht. Als nächstes werde ich das Ganze mit USB-Lack lackieren und werde das hier benutzen. Dazu wird es ein eigenes Video geben. Ich bin noch ein bisschen am Rumprobieren, damit ich es auch so zeigen kann, damit es jeder gut nachmachen kann und das Ganze gut funktioniert. Aber das hier ist wirklich endlich mal eine günstige Lösung, um Sprühlacke zu nutzen, die man nicht in einer fertigen Dose kaufen muss. Wir werden das jetzt lackieren. Die Mischung ist derzeit nicht ganz optimal. Das wird auch kein perfektes Lackergebnis, aber es wird ein sehr, sehr gutes Lackergebnis. Ich zeige es euch mal. Ich habe es euch jetzt mal erspart, wie ich die Rollen drunter geschraubt habe. Deswegen können wir jetzt direkt die Front montieren. Ich habe jetzt hier unten eine Leiste festgeschraubt, damit diese Blende hier vorne etwas nach oben gerückt wird. Das macht die Kiste jetzt auch deutlich stabiler. Hier so als einen klitzekleinen Tipp. Ihr seht, die fällt hier immer so ein Stückchen ab und die Holzleiste verursacht halt eben, dass das hier halt nicht mehr passieren kann. Schöner Softclose und dann ein kleiner Touch und dann ist das auch stabil. Es ist so simpel, aber es ist doch so gut. Ich habe jetzt das Ladegerät von meinem Stapler auf hier dieser Kiste montiert. Und hier unten drin habe ich das destillierte Wasser, denn wenn immer man so einen Elektrostapler lädt, zumindest ist es so bei den alten, muss man die Batterien wieder mit diesem destillierten Wasser auffüllen. Das war so der erste Schritt, wie ich meine Werkstatt ein bisschen umorganisiere. Einen Türgriff habe ich hier übrigens bei dem Gestell hier unten nicht, weil die Klappe hier vorne jetzt so breit ist, dass man die hier oben ganz einfach auch öffnen kann. Ein einfaches und simples Projekt,
dass mir jetzt diese Aufgabe hier auf jeden Fall mal ein gutes Stück simpler macht und einfacher. Also Leute, das war ein tolles Projekt. Ich bin richtig froh, wie das geworden ist. Und ich hoffe, dass es so in den nächsten Projekten weitergeht, damit ich hier endlich mal ein bisschen Ordnung reinbekomme. Tschüss.